Das ist er, der neue Chefcoach des KSV Hessen Kassel, Jörn Großkopf. Er tritt damit die Nachfolge von Uwe Wolf an. Am Samstagvormittag wurde der 46-Jährige beim Hauptsponsor VW in Baunatal vorgestellt. Der gebürtige Hamburger hat seine bisherige Fußballerkarriere erst als Spieler, dann als Trainer im Norden Deutschlands verbracht. Zuletzt war er Trainer der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli. Jetzt kommt der Fußballlehrer also nach Nordhessen und will trotz Sparkurs mit dem KSV oben mitspielen, wie er im Interview mit HNA-Sportchef Frank Ziemke verrät. Wenn man so eine erfolgreiche Saison gespielt hat und dann das i-Tüpfelchen nicht erzielt hat, ist es natürlich immer brutal, weil im Prinzip ist man als Meister einer Staffel immer berechtigt, den nächsten Schritt zu machen, sprich in die nächste Klasse zu rutschen. Das wäre die dritte Liga gewesen. Das ist durch bestimmte Bestimmungen des DFBs halt nicht der Fall. Und jetzt müssen wir einfach mal sehen, wie es läuft. Aber ich bin schon der Meinung, weil der Kader wird ja größtenteils zusammenbleiben. Es wird mit Sicherheit die eine oder andere Verstärkung, Ergänzung geben oder auch junge Spieler, die Druck von hinten machen. Und man sollte sich schon, oder wir werden uns ein Ziel setzen, gemeinsam wohlgemerkt, nicht nur ich als Trainer mit der Mannschaft, sondern auch im Umfeld, die Gremien, dass man dort ansetzt vom Ziel her, was bisher auch der Fall gewesen ist, nämlich möglichst weit oben zu landen und vielleicht können wir es im kommenden Jahr packen. Fußball spielen lassen. Das ist Jörn Großkopf ganz wichtig. Sein Stil, wie er sagt. Sofern es sich vermeiden lässt, will er keine hohen Bälle nach vorn schlagen lassen und dann darauf hoffen, dass sie ankommen. Das klingt erst einmal gut. Das spricht aus Sicht des KSV noch für den Hamburger. Er ist Profi gewesen, er kommt aus einem Profiverein. Er ist, auch wenn er eine U23 trainiert hat, ist man dort ja relativ autark, sodass er einen eigenständigen Bereich hatte. Und natürlich die Bereitschaft, mit jungen Leuten zu arbeiten, weil das muss unser Weg sein, Nachwuchskräfte in die erste Mannschaft zu bekommen, mehr als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Nach kurzen, intensiven Gesprächen steht mit Jörn Großkopf also der neue KSV-Trainer fest. Bereits am Mittwoch beginnen erste Leistungstests mit der Mannschaft. Der Vertrag ist unterzeichnet. Wann beginnt Ihre Arbeit beim KSV jetzt? Mit der Vertragsunterschrift. Gestern hat die Arbeit begonnen.